Vertriebsfunk, der Podcast zu den Themen Vertrieb, Recruiting und Karriere. Mein Name ist Christopher Funk, herzlich willkommen. Heute sprechen wir über ein sehr, sehr, sehr cooles Vertriebstool, nämlich über Storytelling. Storytelling, Englisch, also Geschichten erzählen. Also die allermeisten Sachen, wenn wir jemand anders was verkaufen wollen, wie eine Urlaubsreise oder ein neues Auto oder sowas, wir machen es immer über Geschichten. Ganz wenig über Nutzenargumentation und so weiter. Und das ist auch im Geschäftskundenvertrieb ist das eine ziemlich coole Methode, die aber viel, viel zu wenig angewendet wird. Da wird immer viel mehr über Fakten, Zahlen, Daten, Fakten, tacker, 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 Kunde, du musst doch einsehen, dass wir das beste Produkt haben. Viel, viel schwieriger, weil wir ja wissen, dass die meisten Kaufentscheidungen, eigentlich alle Kaufentscheidungen, werden immer aus dem Bauch, aus dem Herzen getroffen, aus der Emotion. Und dann fangen wir an, das zu rationalisieren. Deswegen ist Storytelling cool. Und dafür habe ich mir einen Experten eingeladen. Das ist der Oliver. Herzlich willkommen, Oliver Grützmann. Besten Dank, dass ich hier sein darf. Ja, mit einer tollen Stimme. Dankeschön. Pseudo-fränkischer Akzent haben wir schon gelernt. Pseudo. Ihr könnt raten, wo, bitte in die Kommentare. Aber auch eigentlich Ur-Frankfurter, in Frankfurt geboren. Ja. In Bornheim aufgewachsen, hast du erzählt? In Bornheim aufgewachsen, für eine ganz kurze Zeit. Da war unser erstes Büro. Schön. Und wir haben uns über LinkedIn kennengelernt. LinkedIn ist für mich jetzt echt ein cooler Kanal geworden, auch um Interviewgäste zu finden, um sich auszutauschen. Und dann haben wir uns kurz zum Telefonieren verabredet, haben so das ganze Thema mal aufgegriffen und gesagt, komm, lass uns doch mal einen Talk machen zum Thema Storytelling. Und du hast ja erzählt, du hast Amerikanistik studiert. Ja. Und danach gedacht, tolles Studium. Was macht man damit? Und du bist aber auch Schauspieler. Das stimmt. Und Redner. Und Redner bei den Toastmasters. Profi-Redner. Dankeschön. Oder Kampfredner. Kampfredner, ja, das habe ich früher gemacht im Debattieren. Ja. Da ging es wirklich kämpferisch zur Sache, wenn jemand von den alten Debattanten zuguckt. Hallo? Debattanten. Ja, da kommt er schon. Debattanten ist da cool. Da kommt er schon. Jetzt eher im Public Speaking, to woo people. To woo people. Ja. Wie kann ich Leute von einer Meinung, von einer Idee überzeugen? Bei Toastmasters, der eine oder andere kennt es wahrscheinlich, die weltweit führende Redeschmiede für Public Speaking. Musst du mal erklären, was das ist, Toastmasters? Toastmasters, das ist ja eigentlich offen für die Allgemeinheit, kommt aber darauf an, in welchem Club man ist. Denn es gibt ganz viele Business-Clubs, wie hier beispielsweise in Frankfurt, Business Club Frankfurt, Toastmasters. Die sind dann besetzt stark durch die Finanzwelt, aber auch andere Berufe. Und wir sagen, Mensch, wie kann man denn erfolgreich reden, eine Idee verkaufen, ein Konzept verkaufen, Produkte, Dienstleistungen verkaufen in kurzen Reden. Und das machen wir. Das heißt, es gibt in jeder größeren Stadt gibt's so ein Toastmaster-Ding? Hier in Frankfurt, ich glaube, 6 oder 7 Clubs allein. Also das ist übrigens noch ein cooler Tipp, wenn du dich für Vertrieb interessierst oder im Vertrieb bist und das Gefühl hast, naja, manchmal komme ich noch nicht so gut rüber, zu so einem Debattierclub zu gehen. Fängt ja auch im Training, also man ist ja auch im Training drin. Das heißt, man kriegt ein Thema, muss dann mit jemand anderem debattieren. Ist ein super, super cooles Tool, um fitter zu werden, um seine Denkweise zu schulen, seine Argumentationsweise und so weiter. Ne? Eindeutig. Ja. Und das hast du jahrelang gemacht, machst du immer noch, oder? Debattieren nicht mehr, irgendwo schade, aber hey, die Zeit, man muss priorisieren. Ja. Jetzt noch bei den Toastmasters, das Public Speaking, vielleicht hast du es gesehen, ich glaube, wir haben uns darüber unterhalten, am Telefon durfte ich dankenswerterweise vordringen bis zu den Europameisterschaften bei den Toastmasters, Wow. Natürlich mit Storytelling. Und ja, auch eine gute Rede ist ja nichts anderes als eine Story. Da haben wir es wieder. Wir haben den Bogen geschlossen. Ja. Und auf der Schauspielbühne, da findet man mich auch noch ab und an mal. Und auch viel Impro, ne? Viel Impro, und sogar ausschließlich Impro. Das heißt Theater ohne Skript. Für 2 Stunden da ganz nackend zu stehen im Kopf. Das ist ja wie im Vertrieb. Außendienstler, ich weiß, was ihr durchmacht. Wir haben gerade noch einen Auftrag geholt. Sehr schön. Der Tag kann nicht schief gehen. Meine Leute kommen dann immer vorbei und jubeln hier auf der anderen Seite von der Scheibe. Sehr schön. Ja, und wie bist du dann zum Thema Storytelling und Vertrieb gekommen? Das war eine ganz interessante Geschichte, weil ursprünglich war bei mir schon der Gedanke, Mensch, wenn es mit der Amerikanistik nichts wird, potenziell irgendwas mit Schauspiel, aber nicht Schauspiel pur, weil der Künstler und das Brot und so, da ist nicht viel zu haben. Und dann hatte ich das wirklich glückliche Händchen, dass ich über Xing, damals LinkedIn war noch nicht so meins, einen Vertriebler kennengelernt habe, der schon zig Jahre im Vertrieb ist, 20 plus, 25 plus Jahre,
kam frisch aus den USA und hat dort die Storytelling-Methode mitgebracht. Und er hat mich auf die ersten Spuren gebracht beim Thema Vertrieb in Kombination mit Storytelling. Er hat es anders gemacht, weil er kein Schauspieler ist. Er hatte diese eine Methode, die super erfolgreich für ihn gelaufen ist, in den USA mitgebracht. Und so haben wir uns, denke ich, gegenseitig befruchtet. Er hat von mir gelernt, was Storytelling. Und was hat er, wie hat er es da vorher gemacht? Was hat er aus Amerika mitgebracht? Er hatte, ach, wie soll ich das sagen, er hatte halt ein Konzept, das sich, ja, man kann sagen, angelehnt hat an der Heldenreise, die ja in aller Munde ist. Oh, das müssen wir gleich mal erklären. Heldenreise. Ne? Heldenreise. Kennt noch nicht jeder, ist ja auch so ein schönes Grundkonzept für, klar, für Storytelling. Klar. Okay, das heißt, er hat sich so eine Geschichte zurechtgelegt und du hast mit ihm dann noch weitere Varianten gezeigt. Korrekt, korrekt. Und er hat mir gezeigt, Mensch, was ist es, was heißt es eigentlich, denn Vertrieb zu machen? Weil Storytelling, habe ich mir zumindest eingebildet, kann ich, der alte Schauspieler. Aber wie macht man das in einem Business-Kontext, dass man nicht peinlich wirkt, muss ich dir sagen, das war meine große Angst immer. Schauspieler sind ein bisschen verrückte Leute, wenn man mich ein bisschen kennt. Man das, glaube ich. Verkäufer sind auch ein bisschen verrückt. Habe ich mir auch sagen lassen. Aber das stimmt müssen natürlich sein. Nicht. Müssen sie sein. Sehr schön. Müssen sie sein. Das ist eine Ansage. Ja, weil der Dienst bleibt verrückt. Das ist, nee, es ist ja so, wenn du auf eine Bühne gehst, ja, du weißt ja nie, was hinter Vorhang ist. Ja, sind die irgendwie schlecht drauf? Pennen die alle? Oder kriegst du direkt die ersten Bierdosen an den Kopf geworfen? Du weißt ja nie, was passiert. Stimmt. Ja? Und so ist es ja eigentlich, wenn du zu einem neuen Kunden gehst, ist es ja auch eine neue Bühne für dich. Du weißt nie, was passiert. Ne? Das stimmt. Ob die Leute sagen, oh, super, dass sie kommen, wir brauchen genau das. Oder ob die Leute ablehnend sind. Ob du das gedreht kriegst, das Ganze. Es ist ja jedes Mal, du kennst ja im Prinzip das Stück, das läuft im Vertrieb. Genauso wie wenn du gehst. Aber jeder Abend ist anders. Das stimmt. Das stimmt. Danke. Und schon wieder eine Geschichte erzählt. Sehr schön. Okay, das heißt, das ist jetzt, also du lebst jetzt davon, Vertriebe mit der Methode Storytelling zu unterstützen. Genau, wir sind hauptsächlich, eigentlich nur, im B2B-Geschäft tätig, weil wir uns. Also Geschäftskundenvertrieb. Genau, Geschäftskundenvertrieb, Dankeschön. Weil wir uns gesagt haben oder das Problem, die Hürde identifiziert haben, beim B2B-Vertrieb. Da kann man den Leuten, den potenziellen Kunden ja schlecht zeigen, was man macht. Ist man beispielsweise im Projektmanagement tätig, kann man nicht... Beratung oder sonst irgendwas, man kann macht schlecht was zum Zeigen. Ja. Also man muss irgendwo auf irgendeine Weise in den Kopf ein Bild bringen. Und da ist es also eine Frage, eine Perspektive. Von welcher Perspektive kreiere ich Bilder, dass der Kunde sagt, das verstehe ich. Und da erleben wir immer wieder, dass die Perspektive ungünstig gewählt ist. Die funktioniert garantiert, ich will mich da nicht auferheben mit meinen 5 Jahren Erfahrung bei Leuten, die schon 30 Jahre Erfahrung haben. Aber ich glaube, in mancherlei Fällen, in vielerlei Fällen vielleicht sogar, ist die Perspektive noch nicht ganz optimal. Entweder, so denken wir, zu nah, dass ein Vertriebler beispielsweise hingeht und sagt, wissen Sie was, wir machen Vermietung von Arbeitskleidung und ich habe hier mal einen Overall mitgebracht und den lege ich hier einfach mal auf den Tisch, fassen Sie mal an, passt alles von der Qualität her, das kostet so und so viel Euro pro Stück, für so und so viele Teile im Monat so und so viel, kaufen oder nicht. Das sagen wir, das ist zu nah, weil das ist einfach nur Produkt verkauft. Wo ist der Kontext? Warum sollte ich das überhaupt machen? Mhm. Oder die andere Perspektive, das ist zu weit raus. Also wie aus der Vogelperspektive, dass man dann sagt, beispielsweise, wir sind dafür da, ein effizientes Cloud Computing bei Ihnen aufzusetzen, im Betrieb, in Ihrer IT-Abteilung. Und so sparen Sie mit uns, weil wir was Effizientes machen in Ihrem Cloud-Vertrieb, da sparen wir massive Kosten für Sie. Cool, kann ich mir was vorstellen. Drunter. Immerhin schon mal ein Nutzenversprechen drin gewesen. Man hat schon ein Nutzenversprechen drin gehabt. Aber viel zu viel wir. Viel zu viel wir, Perspektivwechsel. Mhm. Schön, 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 du greifst vor, sehr schön. Und wir sagen dazu noch, zu weit entfernt, was für Kosten. Wo wird etwas gespart? Zum Konkret. Wie macht man das effizient? Effizient ist ein schönes Wort, weil wir nicht effizient sein. Aber wie genau? Und deswegen sagen wir Storytelling. Man wechselt die Perspektive, der Mann ist ein geborener Storyteller. Ich sage es euch, liebe Leute. Perspektivwechsel, nicht wir sind die Besten und wir haben was für Sie, sondern stellen Sie sich doch mal vor, Sie haben die Situation im Unternehmen. Oder Sie wären XYZ-Position in Ihrem Unternehmen. Und in Ihrem operativen Alltag passiert plötzlich... das. Wie würden Sie sich dabei fühlen? So ist natürlich ein Grundkonzept, aber so um einem ersten Konzept zu zeigen. Das heißt, ich nehme ihn quasi emotional mit in der Situation. Genau. Okay. Ja. Das muss man, glaube ich, dosiert einsetzen, ne?
Klar, es gibt immer wieder Leute. Stellen Sie sich vor, Sie sind Chef des Rechenzentrums und ein Feuer bricht aus. Und da sagt der Mensch, das hatten wir gerade gestern. Wahrscheinlich nicht. Klar, das ist ein schöner Punkt, den du ansprichst, weil ich denke, es muss realistisch sein. Und das versuchen wir auch immer wieder zu betonen. Die Leute wissen es in der Regel, aber wir betonen es trotzdem nochmal gerne. Das muss ein realistisches Szenario sein. Deswegen machen wir es immer ganz gerne, dass wir junge Vertriebler mit erfahrenen Vertrieblern zusammensetzen und dass gerade die erfahrenen Vertriebler sagen, Mensch, ich habe so viele Stories im Kopf, aber ich weiß vielleicht nicht, wie ich das schnell ausformulieren soll, wie ich das schnell mit Fleisch ausstatten soll, diese Story. Und dafür sind wir dann da und gleichzeitig haben die jungen Vertriebler auch nochmal ein Outlet in diesen Workshops, die wir anbieten, zu sagen, die alten Hasen und Häsinnen, die wissen Bescheid. Die können mir viel sagen. Ne? Und so profitieren beide davon. Was sind so die Haupteinwände, die so kommen von den Verkäufern zum Thema Storytelling? Ein ganz interessanter. Da fällt mir sogar noch einer ein. Der erste ganz kurz, der mir als zweites gekommen ist. Ich bin doch kein Märchenerzähler. Ne? Das ist auch cool. Ja? Das ist cool, weil ich kann das verstehen. Vor dem Hintergrund, die haben, denke ich, häufig, verständlicherweise den Eindruck, oh, wir erzählen jetzt ein Märchen. Wie auf der Bühne. Vielleicht haben Sie mich schon mal auf der Bühne gesehen. Das wollen wir im Vertrieb machen. Na, Herr Grützmann, auf gar keinen Fall. Und das kann ich verstehen. Es ist natürlich seriöser. Es ist transportiert von der Welt des Schauspiels in die Welt des Business. Das ist doch mit Märchen wäre ja im Prinzip, wenn ich die Geschichten wirklich ausdenke und mir konstruiere. Genau. Zum Teil mache ich das natürlich auch. Vielleicht, um es noch ein bisschen drastischer zu machen. Aber es sind ja meistens wirklich tatsächliche Kundenfälle, die stattgefunden haben. Ja. Deswegen ist es ja kein Märchen. Ne? Aber das sind halt diese Zahlen, Vorteile. Daten, Fakten, Leute. Ne? Okay, ich bin kein Märchenerzähler. Okay, und das andere? Und für uns erstaunlich, wir wollen nicht so direkt sein. Das Storytelling ist den Leuten manchmal zu direkt. Dass sie sagen, vielleicht, ich weiß nicht, was die genaue Grundmotivation dahinter ist. Ich kann ja schlecht in die Köpfe reinschauen, aber ich kann mir vorstellen, dass es ein verständlichen Grund hat, dass man sagt, hey, wenn wir unsere 0815-Phrasen, das meine ich jetzt ganz neutral, haben, wie beispielsweise aus der Vogelperspektive, wir sparen ihnen enorme Kosten durch ein effizienteres Cloud-Computing und so weiter, das ist safe. Das kann ich verstehen, dass man sagt, das ist safe, das ist unsere Standard-Sales-Strategie, da kann man sich vieles drunter vorstellen und ich habe keine Ecke und ich habe keine Kante und das ist safe. Und bei einer Story, ne, wir haben es schon erwähnt gehabt, da muss man richtig schön ins Detail gehen. Da muss man sich vorbereiten. Da hat man vielleicht das Problem, ich habe noch nicht so viel Erfahrungswissen, woher auch. Aber gerade dann ist ja eigentlich Storytelling super, weil wenn du dir halt Geschichten aus dem Unternehmen schon raussuchst, ne? Also wir sagen eigentlich immer, wenn du ein Onboarding mit einem neuen Mitarbeiter machst, das Beste, was du machen kannst, du nimmst ihn am ersten Tag oder spätestens in der ersten Woche nimmst du den zu einem Kunden mit, der total happy ist. Ja, und dann setzt du dem Kunden gegenüber und der Kunde erzählt, warum er gerne mit dir zusammenarbeitet. Ja, ihr habt uns da mal die Probleme aus dem Welt geschafft, wir hatten da jede Menge Lieferprobleme und wir konnten Kosten sparen und die Zusammenarbeit ist so reibungslos. Das bleibt so in dem hängen, die Geschichte wird der nie wieder vergessen. Und immer wenn ein Kunde zu ihm sagt, ja, aber was ihr da macht, das bringt gar nichts, sagt, nee, stimmt nicht, weil der Kunde hat damals gesagt, wir haben das gemacht, wir haben das gemacht, wir haben das gemacht. So scheiße. Ja? Und das ist schon die erste Geschichte, die ich erzählen kann. Mhm. Ja? Und das ist doch viel stärker als irgendwas anderes. Du rennst bei mir offene Türen ein. Ich sag dir, wir haben es häufiger, dass man diesen Einwand bekommt. Und ich muss sagen, ich verstehe das. Ich will das gar nicht schlecht reden. Aber mich überrascht es, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, abends bei einem guten Glas Wein. Oder zwei. Vielleicht sogar drei. Dass die Leute uns sagen, wir sind noch nicht ganz überzeugt, weil wir sagen, die Story ist uns zu direkt und demzufolge brauchen wir noch einen kleinen Weichmacher, den wir dann noch haben, dass wir noch sagen, okay, wir gehen noch einen Schritt zurück in der Story, wir bauen diesen Weichmacher ein, wenn es vielleicht ein schwieriger Kunde ist, der so ein bisschen direkter ist, dann baut man den Weichmacher ein und dann hat man die Leute dann sagen, okay, das kann ich mir vorstellen, also ein schönes Bild im Kopf zu haben, das ist eine feine Sache. Okay. Ich habe mir gerade nochmal aufgeschrieben, Heldenreise müssen wir nochmal eingehen. Yep. Was mir dabei eingefallen ist, es ist ja eigentlich so, dass du viel besser über Geschichten verkaufen kannst, als über Gebote oder Verbote. Ne? Und ich bin dann darauf gekommen, also wir sind ja hier in Frankfurt, Struppelpeter kommt übrigens aus Frankfurt, es gibt ja auch ein Struppelpeter-Museum, und das war ein Kinderpsychologe, der im Prinzip so Kinderkrankheiten, also Kinder, das ist ja auch Zappel-Philips, ADHS, ne? Also der so
klassische Fehlverhalten von Kindern mit Geschichten dargestellt hat. Ja. Also man kann ja immer sagen, das kennen wir ja bei Kindern immer, fass nicht auf die Herdplatte, wehe, du fasst auf die Herdplatte, was macht der? Also erstmal ist halt immer eine Verneinung drin, das ist immer schwierig, weil Kinder, das geht dann ins Unterbewusstsein, das wissen wir auch, Verneinung funktioniert nicht, das heißt, der Befehl, der im Unterbewusstsein ankommt, ist, fass auf die Herdplatte. Ja? Aber eine Geschichte, die quasi illustriert, was passiert, ist viel, viel figurativer. Oder ich nehme das Kind mit und sage, hier, halt mal die Hand über die heiße Herdplatte. Und sage, oh, das ist heiß. Ja? Das funktioniert doch viel stärker. Und beim Struwwelpeter haben wir den Zappelphilipp, also ADHS irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, was mit dem passiert, aber eigentlich geht es immer ziemlich übel aus. Ja? Kein Happy End, liebe Leute. Hans guckt in die Luft, ne, da wird halt die Geschichte erzählt. Ja, da war ein Kind, der hat immer in die Luft geguckt. Und was ist passiert? Er ist in den Graben gefallen. Das ist eine Geschichte. Ja? Und das kommt bei Kindern an. Und unser Gehirn ist im Prinzip auch ein Kindergehirn. Ja. Ja, also wir verkaufen immer über die Emotionen. Wenn du jemanden emotional nicht mitnimmst, der wird niemals anhand der Zahlen und Daten verkauft. Ja? Und meistens bist du ja auch nicht der das beste Produkt hat, das auch gleichzeitig noch am billigsten ist. Also, Da musst du dann meistens noch. Und es geht eigentlich immer darum, vertraut er dir? Und Geschichten bauen halt auch Vertrauen auf. Ja. Ne? Ja. So, jetzt musst du nochmal die Heldenreise erzählen. Was ist eine Heldenreise? Das ist ein ganz interessanter Punkt. Das kommt natürlich aus dem Schauspiel und ich bin sicher, jeder Artikel, den ihr da draußen gelesen habt zum Thema Storytelling, da geht es um den Joseph Campbell, der hat nämlich das Buch geschrieben, A Hero with 1000 Faces. Siehst du, das kenne ich nicht. Der Held in 1000 Gestalten heißt das. Gibt es das auf Deutsch auch? Ja, der Held in 1000 Gestalten. Auf jeden Fall Joseph Campbell, Hero with 1000 Faces im Originaltitel. Verlinken wir in den Shownotes. Na, gerne, super. Und es ist so ein Riesenwälzer. Das ist so ein Riesenwälzer mit richtig kleinen Buchstaben. Aber ist ganz populär. Ist das was für ein Buch? Wahrscheinlich. Bestimmt. Wie heißt das, der Held mit den 1000 Gesichtern? Wenn nicht, die Leute werden kommentieren und sagen, nein. Nee, wir verlinken das in den Shownotes. Aber so in der Richtung. Okay. Und das ist so ein dicker Wälzer und da hat die Weltmythologie abgegrast. Und er hat gesagt, es gibt immer ein wiederkehrendes Muster an Geschichten. Das unterschreibe ich jetzt nicht. Ich glaube, es gibt durchaus andere Methoden. Aber es ist viel verwendet. Funktioniert auch gut. Funktioniert. Also fast jeder Western ist so aufgebaut. Oh, Western, eines meiner Lieblingsgenres. Ja. Und das ist ein interessantes Ding, benutzen wir natürlich auch im Schauspiel. Allerdings ist mir ein Unterschied aufgefallen, warum es nicht unbedingt passend ist für das Storytelling im Vertrieb. Warte mal, bevor du das sagst, erklär uns erst nochmal, was die Heldenreise ist. Entschuldigung, hast du natürlich recht. Heldenreise ist, man fängt an in einer routinierten Welt. Du hast einen Hauptcharakter oder eine Hauptcharakterin natürlich. Und dieser Charakter, der befindet sich in einer gewissen Routine, wo alles in Ordnung ist. Vielleicht ist irgendwo am Horizont etwas, was nicht so in Ordnung ist, aber das interessiert eigentlich gar keinen. Und dann kommt eine Hiobsbotschaft. Und plötzlich ist alles anders. Man findet sich in einer anderen Welt wieder und so, wie man eigentlich gelebt hat, all die Jahre lang funktioniert das nicht mehr. Und es geht immer weiter abwärts. Warum? Weil man sich nicht zurechtfinden kann in dieser neuen Welt. Und dann, wie bei Luke Skywalker, ja, die ursprüngliche Star Wars Trilogie, wenn alles verloren zu sein scheint, da kommt der Yoda und irgendein Elixier kommt über einen hinüber, ob das jetzt ein wirkliches Elixier ist oder ein metaphysisches. Eine Veränderung des Denkens. Eine Veränderung des Denkens, klar, typisch handelt. Ne, Beratungsgeschäft dann halt. Ne? Mhm. Und dann merkt man, Mensch, mein Schmerz, der ist so groß. Jetzt brauche ich was anderes. Und dieses Elixier, genau das ist es, was ich brauche, um wieder aufzusteigen. Und dann beginnt der mühsame Weg wieder zurück. Dein Vater und trotzdem noch weiter, bis die Galaxie gerettet ist. Man hat die schöne Prinzessin, nee, das war die Schwester bei Star Wars, ja. Aber alles ist dann wieder okay. Man hat so eine Drei-Akt-Geschichte. Routine, der Fall und der Wiederaufstieg. Genau, du hast eigentlich einen Held, der gut ist, bei dem alles läuft, dann irgendwas läuft schief. Das hast du eigentlich bei jedem Western auch, ne? Genau. Also immer, eigentlich liegt er immer am Boden und ist kurz vorm Abnippeln und dann kriegt er dann noch die Kurve gekratzt. Genau. Also und zum Schluss kommt es zum Happy End. Und Wir lieben diese Geschichten, weil halt Drama drin ist und so weiter und weil es eigentlich immer ein Happy End hat. Genau. Ne? Es gibt ja auch kaum einen Hollywood-Film, der kein Happy End hat. Ne, wird ja langweilig. Ja, immer mit den Happy Ends, ne? Ja, mir ist gerade aufgefallen, wie heißt das nochmal, wie heißt das nochmal mit Leonardo DiCaprio, wo der da durch die Wüste, durch die Alaska irrt? The Revenant. Richtig, The Revenant. Der hat kein Happy End. Nee, jetzt hast du gespoilert, den kannte ich noch gar nicht. Aber gut. Aber ist egal. Ne? Und das ist cool. Das ist cool, wie du sagst. Wir haben die Erfahrung gemacht, gerade wenn wir im Beratungsgeschäft sind, wenn wir bei Beratungsunternehmen sind, da haben die so leichten Widerstand. Und auch das kann ich verstehen, sogar ziemlich gut. Wo die sagen, das kommt sehr leicht rüber, als ob man
das bisherige Leben des Charakters, also des potenziellen Kundens, madig reden will. Also quasi, dass das, dass seine Grundfeste, dass seine Grundüberzeugungen, wie wir das nennen, Grundmotivation eher, dass das etwas per se Schlechtes ist. So wird das wahrgenommen. Und deswegen sagen wir immer beim Storytelling, das wir anbieten, immer darauf aufpassen, man ist nie dazu da, in der Story zu sagen, hey, weißt du was, was du schon vielleicht seit 25 Jahren plus in deinem Unternehmen machst über Generationen, wenn es ein Familienunternehmen ist, das ist irgendwo Mist. Sondern, hey, das ist eigentlich ein schöner Weg, den ihr geht, aber es geht noch besser. Genau. Und das ist der Twist, den wir immer einbauen. Es geht immer noch besser. Man ist nicht dazu da, irgendwen zu bewerten nach unten, sondern zu sagen, hey, wir helfen dir, um auf die nächste Stufe zu kommen. Das Zauberwort ist noch. Ne? Also es kann noch besser werden, noch mehr Erfolg, noch mehr Umsatz, noch mehr Wachstum. Genau. Ne? Also wenn man dem Kunden sagt, ja, wir haben eine Lösung für mehr Umsatz, ja, sagt er, ja, wieso, wir machen ganz gut Umsatz. Ne? Ja. Oder was weiß ich, mehr Effizienz. Ne? Genau. Und das, was du gesagt hast, finde ich auch spannend. Ja, wir wollen den Kunden ja nicht manig reden, aber im Endeffekt ist es ja so, wenn wir zu einem neuen Kunden gehen, müssen wir immer den Status quo in Frage stellen. Ja, und sonst. Weil wenn der Status quo zu 100% okay ist, gibt es keinen Grund, mit uns zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir müssen immer, man sagt bei Verkäufern, ein Verkäufer ist dazu da, den Status quo zu challengen. Ja? Ja. Das heißt, irgendwo zu sagen, okay, ja, Kunde, alles, du machst alles richtig und so weiter, aber hast du schon mal darüber nachgedacht, da und da was zu verändern, weil dann würde es noch besser laufen oder du wärst sicherer für Zukunftsprobleme und so weiter und so. Würdest du mehr Geld verdienen, Kosten sparen, genau. Es wäre bequemer für dich, was auch immer das sind, hat die Nutzen, die im Endeffekt dahinter stehen. Ne? Und deswegen reden wir so gerne von der Grundmotivation, weil das wirklich etwas ist, was wir im Schauspiel immer wieder machen. Wir fragen, Mensch, warum handelt ein Charakter, wie er handelt und warum denkt ein Charakter, wie er denkt? Das ist eine Grundmotivation. Pro-Tipp, im Schauspiel nennen wir das I want. Was ist das I want des Charakters? Und warum ist das so wichtig, dass wir dann im Vertrieb hingehen können, wenn wir Vertriebsstorytelling machen, um zu sagen, wissen Sie was? Schon vom Innendienst, von unserem Callcenter wissen wir, Ihnen ist wichtig, Kennzahlen zu haben im Vertrieb, so viele wie möglich. Warum? Weil wir nur durch Kennzahlen Sicherheit erlangen. Und das so dieses Grundmotiv ist, diese Grundeinstellung, dass man dann das nicht challenged und sagt, sondern dass man sagt, wissen Sie, wir können total verstehen, Sicherheit im Vertrieb und im Unternehmen generell muss man natürlich haben, man kann ja nicht ins Blaue hineinwirtschaften. Aber wissen Sie, wir haben eine Methode und die möchten wir Ihnen vorstellen anhand einer kurzen Story, wie Sie Sicherheit erlangen in Ihren Kennzahlen mit weniger Kennzahlen. Das war beispielsweise ein Beispiel von einem Kunden. Na, man redet es nicht madig, sondern man nimmt diese Grundmotivation, die so wichtig ist für eine Story, auf und sagt, hey, wir haben einen Weg, stellen wir Ihnen kurz vor. Und so geht es aus unserer Meinung besser. Mhm. Ja, man kann auch zum Beispiel Geschichten machen, das mache ich ganz gerne, die ich aus der Ich-Perspektive erzähle. Yeah. Ne? Yeah. Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, oh, das ist aber teuer. Ne? Zum Beispiel, ne? Yeah. Also, wissen Sie, das habe ich früher auch mal gedacht, dass das teuer ist. Schön. Da habe ich gedacht, boah, ey, was sind das für Preise? Das geht doch gar nicht. Ja. Ne? Bis ich dann mal gelernt habe, was da für eine Leistung dahinter steht, wie viele Menschen dafür arbeiten, wie viele Telefonanrufe gemacht werden müssen, bis dann wirklich mal ein Kandidat dabei rauskommt. Und erst dann habe ich erkannt, das ist eigentlich total günstig, weil eigentlich, wenn Sie das von jemand anders machen lassen, wäre es mindestens doppelt so teuer. Geborener Geschichtenerzähler. Sehr schön. Genau. Also das geht auch. Ich kann die Ich-Perspektive aufnehmen, genau, und mich quasi in die Lage des Kunden versetzen und, genau, dann erklären, warum es doch anders ist. Genau. Ja. Wichtig ist die Perspektive. Dass man eine Perspektive einnimmt von einer Position in einem Unternehmen, also von einer Person im Endeffekt, und nicht irgendwo oben drüber schwirrt oder Zahlen, die kontextlos sind. Wer ist da betroffen? Man spart Geld. Wer spart Geld? Ja. Und die Unternehmenskasse im Endeffekt irgendwo. Wer spart Zeit? Wer? Welche Abteilung? Das bleibt alles so im Dunkeln, aber wenn man eine Perspektive hat, ist eine feine Sache. Dann oder halt, du hast es halt in der Geschichte verpackt, wo der Kunde seine eigenen Schlüsse rausziehen kann. Ja. Ne? Also wenn ich zum Beispiel einen Kunden habe, wo ich gar nicht mehr kann, gesagt, wissen Sie, ich hatte letztens auch einen Kunden, der hat genauso argumentiert wie, genau, Sie. Ne? Der sagt, nee, ich mache alles allein, ich brauche das alles nicht und so weiter. Genau. Und dann habe ich den jetzt vor 3 Monaten nochmal angerufen und der war nicht mehr da. Wollen Sie, dass es Ihnen genauso ist? Der war nicht mehr da, weil er es nicht geschafft hat, die Vertriebsposition effizient zu besetzen. Mhm. Ja? Das, also dann bin ich schon wirklich im Schmerz drin. Ja. Ich kann es natürlich auch anders sagen. Und dann, wo ich sage, dann habe ich den 3 Monate nochmal angerufen, bin nochmal hingefahren, dann habe ich ihn überzeugt. Und sehen Sie mal, jetzt hat er seine Vertriebsmannschaft zusammen. Er hat weniger Arbeit im Prinzip. Das funktioniert alles, die Leute sind im Zulauf. Ne? Ja. So kann ich es auch erzählen. Eindeutig.
Und ich glaube auch, du musst es, also wenn ich jetzt sagen würde, ja, und da unten auf der Hanauer Landstraße, das ist ein Kunde, den kennen Sie sicherlich auch. Ja. Also je konkreter ich es mache, oder in Würzburg, waren Sie schon mal in Würzburg? Ja, da unten am Main, da neben der Kirche, da hatte ich mal einen Kunden. Ne? Ich finde, da fühlen sich die Leute wirklich abgeholt, weil das Bild ist ja, was ja auch leider manchmal stimmt, man hat so eine 0815-Präsentation, die macht einem das Marketing fertig, man steht vielleicht als Vertriebler gar nicht mehr so stark dahinter und man macht jedes Mal dasselbe, unabhängig davon, wer da einem vor einem steht. Und das, diese einfachen Schritte, die wir gerade besprechen, das ist wirklich, boah, na klar, wir dann was verkaufen, wir sind ja nicht blöd. Ne? Aber dann gibt sich wirklich Mühe, mich zu verstehen mit meiner Lage und der hört zu, aktives Zuhören und diese ganzen feinen Sachen, von denen man hört, finde ich, diese schöne Vielschichtigkeit der Kommunikation ist gebündelt beim Thema Storytelling. Okay, wenn ich jetzt selber für mich so ein Storytelling-Vertrieb aufbauen möchte, wie würde ich da idealerweise vorgehen? Was sind deine Vorschläge? Natürlich uns Buch. Klar. Sammeln, das ist eines der ersten Sachen, die wir fragen, gibt es ein Wissensmanagement mit Storytelling? Haben Sie irgendeine Datenbank online wie offline, wo die Vertriebler, die schon ein bisschen länger dabei sind, ihr Wissen dokumentieren? Vielleicht gibt es ja auch einen großen Umlauf, dass viele Vertriebler gehen oder kurz vor der Rente sind oder Gott weiß was. Ne? Geht dieses Wissen verloren oder eben nicht? Weil man es dokumentiert in irgendeiner Weise. Also meistens weiß der Chef ja die meisten Geschichten, ne? Ja. Oder der Vertriebsleiter. Ja. Was ich eigentlich auch ganz cool finde, auf jeden Fall, das ist super wichtig, wir machen das auch immer zu wenig hier. Ja? Wir haben so viele, ich meine, wir seit 15 Jahren, wir haben so viele geile Kundengeschichten. Ja, und da sage ich immer, ja, sammelt das mal. Ja. Wir haben auch immer einen Ordner zusammengestellt, wirklich, wo die Verkäufer da durchblättern konnten und einfach sich diese Geschichten raussuchen konnten. Ja. Oder auch sagen können, okay, wenn ich mit dem Kunden spreche, suche ich mir eine Geschichte raus von einem anderen Kunden, der ähnlich war. Und der nächste Schritt, den wir jetzt machen, ist, dass wir wirklich, wenn ein Kunde hier ist, ein Video mit dem machen, wo der Kunde die Geschichte selber erzählt. Nice. Schön. Schön. Wer ist der beste Träger einer Geschichte als der oder die, die es selber erlebt hat? Ich meine, und das ist echt, wo ich sage, okay, beat that. Ja? Also, ja. Das kann ja jeder sagen. Moment, ich zeige Ihnen gerade mal hier ein Video von einem Kunden, der genau dasselbe sagt. Also, okay. Muss stimmen. Ja, mit Name und Titel und Firma. Besser geht's nicht. Ja? Besser geht's nicht. Also das, ne, du hast ja im Prinzip, wenn du Testergebnisse hast auf deiner Seite und so weiter und so weiter, Siegel ist immer ganz gut, wenn ein Kunde für dich spricht, ist natürlich stark. Ne? Klar. Und das kann man natürlich auch schön kombinieren. Ne? Klar. Aber uns ist es immer wichtig, die Leute sind es eigentlich diejenigen, die die Geschichten haben. Wir geben gar nicht vor, wir in den meisten Branchen sind. Das wäre Märchen erzählen. Ja, das wäre Märchen erzählen. Wir sind nur da, dass wir sagen, hey, wir haben, wenn es einfach sein soll, 4, 5, 6 Bausteine, Meilensteine nennen wir das, bis die erste Vertriebsstory fertig ist. Und nach dem Muster, wenn Sie sagen, das ist eine super geile Sache, da haben Sie ein Muster, da habt ihr ein Muster, wo man einfach eine Story mit erzählen kann und so eine Datenbank aufbauen kann. Und das kommt in der Regel super gut an, weil die Leute haben Bock. Das ist so unsere. Das macht es wirklich einfacher. Also wirklich, wenn es nur ein Tipp ist, den ihr hier mitnimmt, schreibt euch mal so ein paar Geschichten auf. Ein paar erfolgreiche Kunden hat ja jeder. Ja, hoffentlich. Und meistens sind es viel, viel mehr, als ihr denkt, wenn man mal länger darüber nachdenkt. Ja. Ne? So, die Kundengeschichten aufschreiben. Ja. Da sind oft auch Heldenreisen drin. Ja. Von Kunden, die halt gesagt haben, nee, wir machen es doch selber. Und irgendwann dann hat es nicht funktioniert. Und es war aufwendig und hat viel gekostet. Und dann sind sie doch wieder zurückgekommen. Das sind sehr, sehr schöne Geschichten, die man erzählen kann. Und die oft dann auch den Ausschlag geben, ob der Kunde kauft oder nicht. Ja? Was ich ganz wichtig finde, ich glaube, da sind wir auch auf einer Wellenlänge, die besten Geschichten sind mitunter die, wo man nicht auftritt als das Superman-Unternehmen. Sie haben alles gecheckt, ihr habt alles gecheckt, sondern wo man sich mitunter in einer gezielten Prise sozusagen auch ein bisschen verlässlich zeigt. Und wissen Sie, da haben wir mit dem Kunden... Verletzlich? Ja? Verletzlich. Du hast verletzlich gesagt. Verletzlich, genau. Genau, Dankeschön. Genau, dass man sagt, hey, da ging es auch mal nicht weiter, weil diese Hochglanzbroschüren und wir sind die Besten und die Tollsten, sagt jeder. Genau. Sagt jeder, aber so ein bisschen so einen anderen authentischen Punkt setzen, das macht die Story schön witzig. Das ist so wie bei Kununu, wenn du nur Top-Bewertungen hast, das ist irgendwie gefaked. Aber wenn da so 2, 3 dazwischen sind, die richtig schlecht sind, oder wo es halt mal nicht so gut geklappt hat, haben wir jetzt auch gerade wieder gehabt, dass ein Bewerber hier irgendwie hat sich nicht gut behandelt gefühlt, direkt eine 1-Sterne-Bewertung geschrieben. Kommt halt auch vor. Ja. Gehört aber auch irgendwie mit dazu, darf nicht oft zu oft vorkommen. Und das hast du bei Kunden auch immer. Und wenn du das schön mit Dosierung einsprenkelst, wird es eigentlich noch realistischer.
Also bei mir auf jeden Fall. Das wirkt dann authentisch, weil diese ganzen 5-Sterne-Bewertungen noch auf Amazon ist nett, aber wir wissen auch, wie sie dazu zustande kommen. Ich sage, es gibt einen Podcast von mir, der heißt der Toni Erdmann-Effekt. Aha. Kennst du den Film? Toni Erdmann? Nein. Ein deutscher Film. Aha. Geht, glaube ich, irgendwie 3 Stunden oder sowas. Aha. Keine Aha. Musik, keine Heldenreise, sondern es ist wirklich eine Geschichte, eine Vater-Sohn-Geschichte, eine Beziehungsgeschichte. Ja. Und bei Amazon gibt es für diesen Film entweder eine 1-Sterne-Bewertung, also grottenschlecht, oder 5 Sterne, absolut genialer, fantastischer Film, ein Meisterwerk, der tollste Film, den ich je gesehen habe. Es gibt aber keine 3 Sterne, es gibt auch keine 4 Sterne, sondern es gibt nur diese Extreme. Und ich sage immer, ja, was können wir daraus lernen? Ja? Dass du halt das nicht jedem recht machen kannst, ja, sondern dass du halt auch deine Zielgruppe finden musst, die sagen, jo, du bist der richtige Verkäufer für mich, du hast das richtige Produkt für mich. Ja, eindeutig. Toni Erdmann-Effekt, cooler Podcast, muss man nochmal verlinken. Toni Erdmann-Effekt, bei Amazon kann man sich den anschauen? Der, in Prime-Kunde. Den Film gibt es wahrscheinlich bei Prime, ja. Aber wie gesagt, du musst eigentlich nur die Rezension bei Amazon durchlesen. Das ist so geil, weil manche Leute sagen, der Film ist mir jetzt schon 20 Mal empfohlen worden. Ich habe versucht, ihn zu gucken. Ich habe mich auf dem Stuhl festgeschnallt. Ich habe es nicht geschafft. Ich konnte ihn nicht weitergucken, weil er so schlecht war. Ja? Und andere Leute haben gesagt, ich habe mir 3 Mal hintereinander geguckt, weil er so toll ist. Machen wir die Toni Erdmann-Challenge, wer hält länger durch. Genau. Wie lange dauert so ein Projekt bei euch ungefähr, wenn ihr in ein Unternehmen reinkommt, bis man das nutzen kann? Also wir sind erstmal dabei, die Wertkette zu verstehen. Wie wird im Vertrieb Wert generiert? Wie sind denn die Prozesse? Wie gehen die zusammen? Das dauert je nach Unternehmensgröße 1 bis 2 Tage, vielleicht noch mal ein bisschen länger. Und dann entscheiden wir, Mensch, wer müsste denn als Stakeholder da in die Workshops? Wen betrifft es denn am meisten? Wer hat davon den meisten Benefits ziehen? Dann gehen wir in 1 bis 2 Tagen Workshops, wo unser Versprechen ist, und das ist uns immer wichtig, am Ende der 2 Tage, also während der 2 Tage Maximum, sind wir praktisch unterwegs. Wir mögen es nicht so stark theoretisch, weil ist nicht so unseres. Und am Ende des Workshops, unabhängig wie lange er dauert, ist eine konkrete Story für jeden Menschen, der in dem Workshop drin gewesen ist als Teilnehmer, fertig. Im Grunde, die kann man sofort benutzen beim Kundenbesuch, egal wie man das macht. Innendienst, Außendienst, je nachdem. Und dann gehen die damit auf die Kunden zu und probieren es mit der Story. Und nach 2 bis 3 Monaten gibt es dann nochmal so eine Feedback-Session, wo man sagt, hey, wie kam es an? Wirklich ganz ehrlich, kam es gut an? Vielleicht kam es überhaupt nicht an? Woran kann das dann potenziell liegen? Und dann wird eine Feedback-Schleife nach Feedback-Schleife gefahren, um zu gucken, hey, wie kann man das, was man jetzt als Feedback bekommen hat, wirklich mehrwertbringend reinbringen und zu sagen, hey, wir haben jetzt den Weg Story eingeschlagen, das machen wir jetzt schön richtig rund. Das finde ich super, super wichtig, gerade das Letzte, weil ich habe das ganz oft, wenn du im Vertrieb was Neues einführst, ne, das Thema zurückkommt, hat nicht funktioniert. Ja. Ja? Nee, es funktioniert nicht. Also, ja. Wie oft hast du es denn ausprobiert? Ja, einmal. Ja? Ich sag, okay, erstmal warst du wahrscheinlich nicht gut beim ersten Mal, ja? Dann hast du wahrscheinlich vielleicht auch eine schlechte Situation beim Kunden gehabt. Ja? Also eigentlich musst du das mehrmals ausprobieren, bevor es funktioniert. Das wäre so, als würde ich einem Kind ein Fahrrad schenken, ja? Und der kommt dann nach 5 Minuten wieder und sagt, das Fahrrad ist kaputt, ich kann damit nicht fahren. Ja. Und was mir auch aufgefallen ist, also was du wirklich machen kannst, ich habe das schon teilweise bei schwierigen Kunden gemacht, ich habe wirklich eine Geschichte nach der anderen auf den abgeschossen und habe immer geguckt, okay, wo passiert irgendwas? Ja. Ne? Und ich habe immer nur die Geschichten so angerissen und irgendwann hat dann so, da habe ich gemeint, okay, dann mit der Geschichte kriege ich hin und dann habe ich die Geschichte zu Ende erzählt und damit habe ich ihn dann geknackt. Schlau. Sehr schön. Also auch da, wenn man sagt, ja, die Geschichte hat nicht funktioniert, also jede Geschichte funktioniert nicht bei jedem Kunden. Klar. Ne? Da sind wir jetzt schon ein bisschen aus der Pflicht raus, das ist schon ein bisschen Kür. Du merkst es aber ganz oft auch. Ne? Also wenn du so einen sehr senioren, gestandenen Geschäftsführer hast, dem musst du natürlich eine andere Geschichte erzählen als bei einem flippigen Startup. Yeah. Ne? Yeah. Oder du kannst natürlich auch, also ich spreche nicht von Märchen erzählen, aber man kann die Geschichten ja auch ein bisschen variieren, sodass sie halt zusammenpassen. Also ich nehme manchmal auch Elemente von 2 Geschichten und baue die zusammen. Klar. Und ich denke, das ist total legitim. Ja. Naja, also man sind Erfahrungswerte. Es geht ja darum, was die Message dahinter ist. Eben, ja. Eben. Ja. Und das funktioniert und das ist der Kern der Sache. Gut. Also die Tipps wären, Geschichten sammeln im Unternehmen, die Geschichten aufschreiben, yes, sich gegenseitig erzählen, yes, vielleicht auch mal üben, wie das Ganze funktioniert. Ja, ne? Wie gesagt, wir haben wirklich hier so ein Booklet, wahrscheinlich ist es auch wieder verschwunden. Ich habe so ein Sales Manual, das ist immer drin. Yeah. Das habe ich mittlerweile auch wirklich als Papierform auf dem Schrank stehen, weil das ist natürlich auch bei uns in den Verzeichnissen drin. Aber das ist halt tief, was man da reinwirft, sodass man wirklich da reingucken kann und sagen kann, okay, das sind die Testimonials, die wir haben.
Videos von Kunden, finde ich sehr cool. Auch Fotos von Kunden, also auch Zitate von Kunden, die man mitnehmen kann. Fast auch für Webseiten wäre das Storytelling, ne? Dass der Geschäftsführer der Firma ABC GmbH sagt, ja, seit ich mit Ihnen zusammenarbeite, ist alles gut und die ganzen Probleme sind weg und wir sparen auch noch Geld dabei oder so. Ne? Schön ins Detail gehen dabei. Ja, also immer mindestens ein Detail erwähnen. Ne? Die Grundmotivation, was ist eigentlich, was den Kunden ticken lässt? Wonach handelt er? Wonach denkt er? Oder wie denkt er? Nach welchem Schemata? Wenn man das rausfinden will, beispielsweise kann man das schon verbinden mit dem Innendienst, beim Callcenter, beim Erstkontakt, diese Info rausholen. Dass, wenn man dann in den Außendienst geht, schon diese Info hat, dass man schon einen Aufhänger hat für eine Story. Geht es da eher um Kostensparen oder geht es eher um Sicherheit und so weiter und so weiter? Ne? Genau. Also, Oder halt selber beim Kunden mal fragen. Soll auch funktionieren. Soll auch funktionieren. Was ist besonders wichtig beim Kunden? Ne? Geht es eher um die Kosten oder um die Sicherheit? Also wenn Sie schon so fragen. Am besten beides. Genau. Ja. Cool. Du hast auch ein Buch geschrieben, ne? Oh, ganz neu. Es ist fertig, ne? Wenn ich noch zwei Sachen pitchen darf. Unbedingt. Du hast das Buch angesprochen. Es gibt hier schon das Cover. Dankenswerterweise unser zweites Buch beim Springer Gabler Verlag. Zweites Buch schon? Yes, yes. Also das Buch hier heißt, für die Leute, die den Podcast hören, Storytelling im Vertrieb, eine Schritt-für-Schritt-Blaupause für gewinnende B2B-Verkaufsgespräche. Und das ist Oliver Grützmann. Und das ist Programm, ganz herzlichen Dank. Da ist eine wirkliche Schritt-für-Schritt-Anleitung mit dabei. Wie kann man Stories bauen? Und wie kann man sie verbessern, nachdem man sie gebaut hat? Und da ist sogar ein Gamification-Ansatz mit dabei, weil es gibt von Springer Nature eine App. Und wenn man die runterlädt und auf das Buch klickt, wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe aber versprochen bekommen, dass es ganz, ganz einfach ist. Ja. Das ist eine schlechte Geschichte gewesen. Oh, damn it. Cut. Ja, nein, Spaß. Das macht es authentisch. Das funktioniert super. Du hast es schon 20 Mal ausprobiert. 25 Mal und mehr. Und da hat man Fragen, die habe ich mir ausgedacht. Das sind, ich glaube, 54 Fragen sind es gewesen zu dem Buch, und wo man sich selber testen kann, habe ich die Inhalte verstanden. Und wenn man da nicht so gut abschneidet, kommen die Fragen natürlich stärker wieder, wie so bei so einem Karteikartenprinzip, was man kennt vom Sprachenlernen. Und das ist eine ganz feine Sache, eine Kombination von Offline und von Online-Inhalten. Cool. Und das kommt? 20. Januar 2020 ist der Veröffentlichungstermin. 20. Januar 2020. Cool. Verlinken wir in den Shownotes. Gibt es da wahrscheinlich auch bei Amazon? Gibt es natürlich bei Amazon, natürlich auch beim Springer Shop und überall, wo es gute Bücher gibt. Ne? Hörbuch geplant? Geheim ist es geplant, ja. Okay. Geheim ist es geplant. Geheim ist es geplant und dann ist es plötzlich da. Und weil wir, da können wir es ganz rund machen. Da können wir es wirklich ganz rund machen, das Gespräch. Wir haben angefangen mit Debattieren und mit Public Speaking, und mein guter Kollege Carsten Lexer aus Würzburg, ein Politiker aus Würzburg unter anderem und Rechtsanwalt, und ich, wir haben eine Talkshow, wo wir Stories erzählen zu wirtschaftlichen Themen, zu politischen Themen, und das Ganze heißt Talkshow Bodensatz. Das gibt es auf YouTube, das gibt es auf Facebook, und jede Woche haben wir eine neue Episode, schönes Storytelling zur Wirtschaft, zur Politik, und wir haben zwei harte Stimmen, also bei uns fliegen die Fetzen, aber auch mit Inhalt. Talkshow Bodensatz auf Facebook. Also, und er spricht immer so. Also, er hat so eine dramatische Sprechweise. Ich habe schon eine Gänsehaut die ganze Zeit. Schauspielersyndrom. Ich finde das bemerkenswert. Ich weiß nicht, wie das beim Kunden ankommt, aber ich finde, es hat irgendwie was. Dankeschön. Cool. Ja, also, das war Oliver Grützmann. Wie heißt dein Unternehmen? Candid Rhetorics. Candid, also versteckte Rhetorics? Oder? Candid ist, ja, wie soll ich sagen, direkt. 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 Okay. Candid Rhetorics. Candid-Rhetorics.de. Candidate gab es damals irgendwie bei Amerika. Okay, Candid, also die. Die direkte Rhetorik im Vertrieb natürlich mit Storytelling. Candid Rhetorics, Oliver Grützmann mit Y, GRYTZ und dann der Mann dahinter. Verlinken wir unten nochmal, wenn ihr mehr wissen wollt. Wenn man jetzt dich buchen möchte. Direkt auf der Webseite gibt es ganz grell in Türkis den Button Jetzt buchen. Und da ist man schon mit uns connected für Vorträge, für Workshops und alles. Oder auch erstmal telefonieren. Und natürlich. Bei LinkedIn findet man ja auch. LinkedIn, Xing, ja. Facebook, alles, was man so kennt im Bereich Social Media. Cool, super.
Vielen Dank, schön, dass du da warst, schön, dass du uns besucht hast. War ein sehr unterhaltsames Gespräch. Dankeschön. Da war auch eine ganze Menge dabei. Die Zusammenfassung habe ich eigentlich schon gemacht. Ja, schön, dass du zugehört hast. Ich glaube, wenn du jetzt dir die wichtigsten Geschichten für dich, für dein Unternehmen aufschreibst oder auch mal die älteren Mitarbeiter fragst, wenn du nur das machst und die mal einsetzt, ich sage dir, das wird ein Gamechanger im Vertrieb sein. Also mach's. Ich freue mich auf dein Feedback. Erzähl mir, wie es war, was du daraus gelernt hast, welche Geschichten du für deine Kunden hast, wie du das Ganze verwendest. Ich freue mich auf dein Feedback, freue mich auf das nächste Mal mit dir und bis dahin, gib alles. Dein Christopher Funk. Tschüss.